So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist ein Wunschvideo. Ich sollte mal wieder Lego Ninjago Booster aufmachen. Ich habe ja reichlich davon, von den ganzen Magazinen und so. Aber da habe ich mir gedacht, halt, stopp. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle diese Blister mit die goldenen Karten habt. Ja, die gibt es ja nur in diese die goldenen Karten gibt es nur in diese Blister. Die gab es bei Lidl. Netto für 6 Euro. Drei Booster-Tütchen nur, 24 Karten und eine limitierte Goldkarte. Und es gab 2 Stück. Ich habe sie ja beide schon angeboxt. Ich habe sie auch mehrmals. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt ein Video machen, dass ihr es nicht vergesst, falls ihr sie noch nicht habt. Sie gibt es bei Lidl, Netto oder im Internet für 10 €. Vergisst es, 6 Euro kostet das ganze Blisterpaket. So, und das ist die goldene Karte. Sie ist mega cool. Ist ein Muss für alle Lego Ninjago Booster-Freunden-Sammler. Ihr seht, mega cool. Alleine, das ist ja der goldene, das ist der... könnte man den jetzt davor nehmen und die Karte dahinter. Das sieht einfach nur mega aus. Könnte ich jetzt machen, ich habe ja ein paar Stück davon. Aber trotzdem ist ein Muss die goldene Karte. Dazu gibt es 3 Boostertütchen. In jedes Boostertütchen sind 8 Karten. Ja, 8 gibt es auch nur in diese Blister. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt die Booster öffnen. Euch zeigen, vielleicht habe ich ja... Oh, ihr habt es schon gesehen. Mal wieder... Ja, eine coole Karte. So, mal eben dran zoomen. So. Ah, nie, weil das so oft drin ist. Standard-Boosterkarten. Kennt ihr das Hochwertige nach rechts? Standard-Boosterkarten. Coole Farbe, immer noch. Puzzlekarte. 2. Boostertütchen mit 8 Karten. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle ein oder zumindest, nee, wichtiger ist, beide goldene Karten. Könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe sie oder ich wusste gar nicht, dass es sie gibt. Seid ehrlich, weil ich habe auch erst geguckt, wo es sie gibt. Ihr kennt ja damals das erste Video, was ich davon gemacht habe, wie schwierig das ist, oder da dran zu kommen. Jetzt glaube ich wieder. Aber sie sind noch überall im Handel. Und wie gesagt, teuer im Internet. So, die ist verkehrt rum. Dann lassen wir sie verkehrt rum und schauen sie gleich an. Ich versuche natürlich irgendetwas von den Lego Ninjago Boosterkarten unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem und wahrscheinlich auch schon günstiger kriegt ihr sie. Ich versuche was zu verlinken. Mal gucken, was das für eine hochwertige Karte ist, die verkehrt rum war. Ja, doch, ist die silberne Kronkarte. Ist eine Ultra. Mega. Aber nicht vergessen, die goldene, 2 Stück gibt es davon. Ist ein Muss für alle Booster-Freunden-Sammlerkarten. Ich hoffe, ich wurde meinem Wunschvideo gerecht. Aber das Wichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.